So, das ist der entscheidendste Teil von diesem coolen Getränk, von dem einen zumindest. Das gibt es nur hier im Restaurant, alkoholfrei und mit Alkohol. Und die alkoholfreie Variante, die zeige ich jetzt kurz. Entscheidend ist, ich verrate viel zu viel, aber es ist ja kein Geheimnis. Ne? Also, die alkoholfreie Variante, etwas Flüssigkeit, aber doch ein Geheimnis. Frisch gepresste Limone, ein paar Krümel Zucker. Und jetzt natürlich ganz viel von dieser speziellen Minze. Wie gesagt, und die steht unter, nee, Naturschutz darf ich nicht sagen, tut es auch nicht. Ich wollte es irgendwie sagen, dass es die nur hier gibt. Da kommt man nirgendwo ran. Die wächst also im Radebeuler Hochland. Ist also auch eine Festung, die man nicht einnehmen kann. Das braucht jetzt keiner ausschwärmen und die versuchen zu finden. Die ist für mich reserviert für Jahre. So, wie gesagt, da das nur der Ansatz wird, muss die sehr intensiv sein. Das Ganze mixen wir jetzt. Ich mache auch noch ein Messer dran, da geht das noch schneller. So, nicht drücken. Das große Vergnügen habe nur ich, weil der herrliche Geruch, der jetzt frei wird, den gönne ich jedem. So, und das kann man natürlich jetzt so nicht essen, weil da hätte man ja nur grüne Franzen im Mund. Aus dem Grund, holla, welche Schweinerei und vor allen Dingen Verschwendung. So, ausdrücken. Dazu kommt natürlich, wer jetzt diese Minze kaufen müsste, der sieht schon, da müsste der Cocktail unglaublich viel Geld kosten. Und hier gibt es den praktisch zum Schnäppchen. So, jetzt haben wir diesen herrlich grünen Sirup. Natur, keine Farbstoffe, nichts. Jetzt brauche ich ein Messer. Genau. Jetzt brauchen wir etwas Tonic. Wie gesagt, nur die alkoholfreie Variante. Die mit Alkohol schmeckt noch besser. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, ich putze später weg. So, jetzt wird er richtig interessant. Etwas von dieser genialen Mischung, etwas Tonic, das leicht Bittere macht natürlich noch mehr Spaß. Und jetzt die Variante, dass es blubbert, normales Wasser. So, sieht jetzt schon fantastisch aus. Und da wir mit Strohhalm arbeiten, können wir das oben drauf stecken, denn das behindert beim Trinken nicht, denn wir zutschen ja durch diesen herrlich gelben Strohhalm. Und jetzt noch ein cooles Getränk. Also die alkoholfreie Variante für die Frauen, die fahren müssen, oder Männer, die fahren müssen. Alle anderen, schade, blub, da war's, dürfen was Richtiges trinken. Zum Wohl. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.